Rosen. Einpflanzen in ein Gefäß. Da Rosen zu den Tiefwurzlern gehören, sollte man sie niemals in flache Schalen pflanzen. Wenn Sie planen, Ihre Rose in absehbarer Zeit in ein Beet zu verpflanzen, beziehungsweise wenn die Rose noch relativ klein ist, ist die hier gezeigte Topfgröße ausreichend. Um Staunässe zu verhindern, schichtet man zunächst eine Drainageschicht im Topf ein. Bewährt haben sich zum Beispiel Blähtonkugeln. Damit die Drainageschicht nicht aus dem Topf gespült wird, beziehungsweise sich nicht mit der Erde vermischt, bedecken Sie das Bodenloch mit einer Scherbe oder einem Drahtgitter. Auf die Tonkugelschicht legen Sie einfach ein Stück Gartenvlies. Wenn Sie sich dauerhaft an einer größeren Rose im Kübel erfreuen möchten, verwenden Sie bitte ein entsprechend hohes, tiefes Gefäß. Verwenden Sie am besten ein helles Terrakotta-Gefäß. Bei dunklen Töpfen kann sich die Erde im Sommer sehr stark erhitzen, was der Pflanze nicht gut bekommt. Bevor Sie die Pflanze in das neue Gefäß pflanzen, sollten Sie den Wurzelbereich noch einmal durchdringend wässern. Zum Beispiel können Sie die Wurzeln einfach in einen Wassereimer tauchen und einen Moment warten. Rosen können durchaus über viele Jahre als Kübelpflanzen gepflegt werden. Voraussetzung für ein gutes Gedeihen ist auf jeden Fall gute Erde. Im Handel gibt es spezielle Rosenerde. Bitte lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten. Alle 2 Jahre sollten Sie die Rose dann in frisches Substrat umtopfen. Damit sich im Topf alle Hohlräume in der Erde schließen, gießen Sie zum Abschluss der Umpflanzaktion vorsichtig, aber gründlich an.